Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei dnews24 TV zu einem besonderen Anlass begrüßen zu dürfen. Die Mauer wurde vor genau 60 Jahren errichtet und ich möchte gerne heute ein bisschen sprechen mit Peter Escher und Peter Lewandowski, die ganz unterschiedliche Biografien haben, wie Sie selber diesen Mauerbau erlebt haben. Was haben Sie, als Sie zweifellos noch Kinder waren, gedacht, gefühlt, als da eine Stadt mitten über die Straßen, über die Plätze hinweg geteilt wurden. Dazu begrüße ich ganz herzlich Peter Escher. Er lebt heute in Leipzig und Peter Lewandowski, er lebt in Hamburg. Und ich schlage vor, dass wir einfach ein schönes Dreiergespräch führen. Und ich fange mal, wenn mir das erlaubt ist, mit dem sozusagen ältesten Ratsvorsitzenden an, Peter Escher. Lieber Escher, wie alt waren Sie, als die Mauer gebaut wurde und wie haben Sie das sozusagen mitbekommen und was haben Sie davon erlebt? Wo haben Sie gelebt? Also ich war noch ein ganz kleiner Steppke. Wir lebten in Weißwassern, etwa nach 120 Kilometer von Berlin entfernt, und haben das mit dem Mauerbau insofern nicht so ganz hautnah erlebt wie die Berliner im Osten und im Westen. Aber ich erinnere mich, 7 Jahre alt damals, wir waren wenige Tage vorher zu Besuch in Charlottenburg im Westteil der Stadt bei unserer Tante Käthe. Und das war, ich glaube, sogar bis zum 7. oder 8. August. Und als meine Mutter dann über RIAS Berlin, den Sender konnten wir empfangen als freie Stimme der freien Welt in Weißwasser, die Nachricht hörte, dass die Mauer aufgebaut wird, dass die Grenzen geschlossen werden von Ost nach West-Berlin, hat sie, glaube ich, einen Weinkrampf bekommen, wo sie sagte: Mensch, wären wir eine Woche später zur Tante gefahren, dann wären wir drüben. Und dann wären wir auch nicht zurückgekommen. Dann hätten wir das, was wir hier hatten, bescheiden zurückgelassen und wären in Freiheit gewesen. Und so haben wir das knapp verpasst. Also das hat sehr, sehr lange gedauert, dass sie, ehe sie sich da beruhigt hat. Wir durften anfangs auch gar keine Kontakte mehr haben zu der Tante. Das war alles schwierig, schwierig. Also sie hat das sehr, sehr mitgenommen, weil für viele auch der, naja, der Zufall entschieden hat. Die einen, die Westdeutschen, oder West-Berliner, so habe ich das gestern gerade noch mal in diesem Film 3,5 Stunden sehr eindrucksvoll gesehen, waren im Osten zum Teil auch ausgereiste DDR-Bürger, illegal in West-Berlin Lebende, die dann nicht zurück durften, die dann sogar ins Gefängnis mussten. Und wir waren eben, naja, eine Woche zu früh wieder zurückgekehrt von dem West-Berlin-Besuch und durften nicht mehr zur Tante und auch überhaupt nicht mehr in den Westen. Peter Lewandowski, wie haben Sie diesen Tag erlebt? Natürlich nicht so nah dran wie Peter Esche. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen. Mein Vater war Offizier in der amerikanischen Armee bei einer Auslandseinheit. Und das waren für mich diese gesamte Zeit Anfang der 60er Jahre, obwohl ich Jahrgang 57 bin, eine sehr prägende Zeit, weil ich bei meinen Eltern immer gemerkt habe, wir haben Angst vor neuen Konfrontationen. Und das ging tatsächlich mit der Mauer los, dass ich das erste Mal gespürt habe, dass da Gefahr in Verzug ist. Da gab es dann auch ganz seltsame Aktionen. Ein Kollege meines Vaters hatte ein Haus im Wald, da hat man sich sonntags nachmittags dann getroffen. Da wurde tatsächlich dann auch Lebensmittel gebunkert. Für den Fall der Fälle wäre man in diesem Haus im Wald tatsächlich sicher, wenn es denn losgehen würde. Und das war diese permanente Unsicherheit, die später nach dem Mauerbau, Kuba-Krise und so weiter und so fort sich weiter fortsetzte. Und die kriegt man ganz andere Situationen wie bei Peter Escher, weil der ja viel konkreter in der Situation war. Aber das hat schon irgendwo geprägt und auch eine Sensibilität bekommen für Weltpolitik. Also ich bin im Alter zurück. Wäre es ja mal interessant zu hören, wie hat denn der kleine Steppke, Uwe Matthias, der ja nun in Berlin auf der Westseite lebte, wie hat denn er das mitbekommen? Mit 4 Jahren könnte ich mir vorstellen, naja, ist man noch sehr klein, aber Also ich war 5 Jahre alt 5 Jahre, und ja. habe, sagen wir mal, also drei
drei ganz starke Erinnerungen. Das erste ist irgendwann vorher, vor dem 13. August, ich weiß nicht mehr wann, aber es war schönes Wetter, sind meine Eltern mit mir nach Ost-Berlin gefahren. Also das ist mir in Erinnerung, dass wir mit dem Auto am damaligen Stettiner Bahnhof, dem heutigen Nordbahnhof, vorbei gefahren sind nach Ost-Berlin. Und für mich, also die Stadt hieß Berlin, aber für mich war das wirklich fremdes Territorium. Ich war nie vorher da. Und wir sind dann, daran kann ich mich noch erinnern, unter den Linden entlang gefahren und mir sind diese Trümmer in Erinnerung. Es gab natürlich auch viele Trümmer in West-Berlin, aber irgendwie haben mich diese Trümmer da unter den Linden, diese kaputten, vom Krieg zerstörten Häuser, stark beeindruckt. Wir sind dann auch die Wilhelmstraße lang gefahren, wo ja früher zum Teil heute wieder das Regierungsviertel ist, an der zerstörten Reichskanzlei vorbei, dem Reichspräsidentenpalais vorbei, das schon, glaube ich, abgetragen war, aber da standen noch am Eingang Säulen, sodass man ahnen konnte, was da war. Also das war sozusagen meine allererste Erinnerung an Ost-Berlin. Und das Zweite war jetzt am 13. August tatsächlich, wir hatten Verwandte in Norddeutschland, an der Nordseeküste, also Nordfriesland. Und da sind wir öfter hingefahren und für mich als Kind war das natürlich toll, da auf dem Land und mit Tieren und auf dem Bauernhof. Und damals war es noch so, dass in diesen alten Bauernhäusern es eine gute Stube gab. Die wurde nur zu Geburtstagen und an Sonntagen geöffnet. Mhm. Und es hat sich das Leben in der Küche abgespielt oder wo auch immer. Aber in diese gute Stube kam man nur am Sonntag. Und das war, der 13. August war halt ein Sonntag. Und die Familie traf sich da und das Radio lief. Und im Radio, Fernsehen hatten die damals nicht, und im Radio kamen halt die Ansagen, entweder vom RIAS oder von wem auch immer, in Berlin wird eine Mauer gebaut. So, da saßen also die norddeutschen Verwandten und meine Eltern und ich und hörten, wie unsere Stadt abgeriegelt wird. Und ich kann mich an eine relativ ruhige, aber durch meinen Vater auch bestimmte Diskussion erinnern, fahren wir denn jetzt nach Berlin wieder zurück oder bleiben wir da, wo wir sind? Weil Berlin ist vielleicht jetzt auch irgendwie unsicher. Mhm. Und mein Vater hatte ein riesiges Vertrauen in die US-Amerikaner und war sich völlig sicher, dass West-Berlin nicht gefährdet ist. Und Ost-Berlin, ja, das war eben so, Ostsektor und wird abgeriegelt. Naja, ich glaube, am Ende konnte sich niemand vorstellen, was das bedeutet, dass eine ganze Stadt eingemauert wird. Also sind wir irgendwann nach Berlin zurückgefahren, am 14., 15. oder wann auch immer. Und dann ist mein Vater gleich mit mir zur Bernauer Straße gegangen und da standen ja die Häuser auf der Ostseite, aber die Hausausgänge waren schon auf der Westseite. Also der Bürgersteig war Westseite. Und die hatten unten diese Volkspolizisten und Volksarmee und was so Betriebskampfgruppen, hatten die Türen zugemauert, aber waren noch nicht fertig mit den Fenstern. Und die Räumung der Häuser war auch noch nicht abgeschlossen, sodass die Menschen tatsächlich aus den Fenstern dieser Häuser sprangen. Unten stand die Westberliner Feuerwehr mit Sprungtüchern und da sind die reingesprungen. Und da habe ich gesehen, wie Menschen aus den Fenstern gesprungen sind. Und also ich muss sagen, das war für mich als fünfjähriges Kind, also ich weiß ja nicht, ob ich damals im Schwimmbad schon mal vom 1-Meter-Turm oder 3-Meter-Turm gesprungen war. Aber dass ja Menschen aus den Häusern springen, nicht weil das Haus brennt, sondern weil sie in die Freiheit wollen, das war ungeheuer beeindruckend und hat mich sehr geprägt. Das sind ja gerade die Dokumentaraufnahmen, die jetzt laufen im Fernsehen. Sehr beeindruckend, sehr auch an die Nieren gehen. Ich habe von der alten Frau gesehen, über 70 war die, die dann die gezogen wurde. Sprungtuch, die ja oben hing die DDR-Grenze dran, hielten sie fest an den Händen, unten die West-Berliner Feuerwehr oder einfach nur West-Berliner. Und dann ist sie gesprungen in die Freiheit. Also Sie sprachen von dem Film 3,5 Stunden an. Es gibt auch einen Film, der heißt Ein Tag im August. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der in der ARD oder ZDF kam, also ich glaube im ZDF. Und da werden Zeitzeugen befragt, unter anderem Hans Modrow. Und der war damals mit zuständig für den Einsatz der Betriebskampfgruppen an der Grenze. Diese Betriebskampfgruppen sollten ja auch irgendwie die Mauer aufbauen, aber eben auch sichern. Und der wurde da also hinbeordert und sollte die kommandieren. Und er sagt, das war eine tolle organisatorische Leistung. Also er war da wenig kritisch, fand ich, oder selbstkritisch. Und es gibt andere, die da mitgemacht haben oder die davon betroffen waren.
Also das war auch ein sehr eindrücklicher Film, den ich nur empfehlen kann, den wir aber auch in den News24 veröffentlichen werden. Ich habe Haben ihn Sie auch. denn hinterher ein Gefühl dafür entwickelt, dass so eine Stadt, also wie West-Berlin eingemauert war? Waren Sie mal nach dem Mauerbau, vor dem Mauerfall in Berlin, haben Sie da ein Gefühl der Bedrückung erlebt? Geht das jetzt an mich? Ja, an beide. Ja. Ich habe als junger Mann bin ich dann nach Berlin gekommen. Ich habe beim Rundfunk gearbeitet, nach Armeedienst mit Degradierung und allem, was so dazu gehörte, und bin seit 77 dann in Ost-Berlin gewesen, habe erst in Lichtenberg gelebt und dann viele Jahre, 12 Jahre lang in Berlin-Treptow und da direkt an der Berliner Mauer. Es gibt, wenn man über die Brücke in Treptow rüberfährt, rechts Treptower, geht es dann links stadtauswärts, und die haben geradeaus in so einem Zipfel gelebt, in so einer Enklave ringsrum West-Berlin und Kreuzberg. Und die lebten da an der Plesserstraße, Kiefaltstraße, direkt in Mauernähe, und haben da natürlich jeden Tag die Konfrontation mit der Mauer gehabt. Alleine schon beim Einkaufen gehen, dort zum Schmollerplatz in die Kaufhalle, kamen wir in der Boucherstraße vorbei, ähnlich wie die Bernauer Straße. Eine Hälfte West-Berlin-Neukölln, die andere Hälfte Ost-Berlin-Treptow, mittendrin die Berliner Mauer. Und Menschen, die dort lebten in diesen Häusern, sahen ja quasi vom ersten Stock, zweiten Stock, dritten Stock ständig auf diese Grenzanlagen, auf diesen Todesstreifen, durften auch nur mit Passierschein überhaupt Freunde, Verwandte empfangen. Und ich werde es nie vergessen, dass in dieser Boucherstraße ist eine der vielen Fluchten glücklich gelungen. Viele gingen ja schief, viele Menschen sind zu Tode gekommen an der Berliner Mauer. Dort ist eine geglückt, und zwar ein Handwerker hat sich während der Dachreparatur oben im Dachstuhl eingeschlossen und hatte offenbar das alles sehr genau abgesprochen mit Verwandten in West-Berlin. Als es dann Abend war, Nacht war, haben die mit einer Harpune von der Ostseite zur vielleicht 20, 30 Meter entfernten Westseite ein Seil geschossen. Unten stand schon ein PKW bereit. Die haben das sofort straff gespannt. Und er ist dann mit so einem Flaschenzug oberhalb der Lichtkegel, die ja die Grenzanlage gut ausgeleuchtet, bestrahlt haben, geflohen. Das war mutig und sensationell. Das ging dann Tage durch die Presse. Und ich dachte, Mensch, guck mal, schau, da oben. Wir haben uns das natürlich angesehen auf unserem Weg zur Kaufhalle. Ich dachte, da ist jemandem die Flucht in den Westen gelungen. Wie klug eingefädelt, aber wie hochriskant natürlich auch. Aber er hat es geschafft. Viele haben es nicht geschafft. Und vielleicht kann ich noch eine zweite Geschichte erzählen von der Stralauer Allee, da wo heute das Medienzentrum ist, wo viele Sat.1-Produktionen stattfinden, unter anderem das Morgenmagazin. Da war ja früher alles Grenzanlagen, und ein Taucher, ein Hobbytaucher, ist mit Flaschen auf dem Rücken dort nachts ins Wasser gestiegen. Wie er da genau hingekommen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er durch die unterirdischen Grenzsicherungsanlagen durchgeschwommen. Und zwar kam er dann nachts um 2:30 oder 2:30 im Landwehrkanal wieder raus mit seiner Flasche und mit seiner Taucherausrüstung. Und der Busfahrer, der gerade auf der Westberliner Seite eine kleine Pause gemacht hat, hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als er dann plötzlich wie ein Marsmensch, wie ein Außerirdischer, kam er dort klatschnass auf dem Wasser, und er begriffen hat, was da passiert ist. Hat es einen Moment gedauert, aber er war quasi der Erste, der den mutigen Taucher, den Ostberliner, dort in Freiheit entgegennehmen durfte oder begrüßen durfte. Und so gab es eben viele Menschen, die nicht mehr eingesperrt sein wollten, die einfach versucht haben, rauszukommen. Häufig ist es gelungen, aber in der Mehrzahl der Fälle war dieser Streifen, der Todesstreifen, so sicher, dass man fast schon lebensmüde sein musste, um diesen Schritt zu wagen. Lebensmüde oder sehr verzweifelt. Herr Lewandowski, haben Sie denn eine Klassenreise nach West-Berlin gemacht? Das war Ich ja wollte damals gerade groß in fragen, Mode. das Paradoxe ist ja, das Leben auf der anderen Seite der Mauer, weil viele, klar, Klassenreise, auch viele Menschen aus meiner Generation sind ja nach dem Abitur dann auch tatsächlich nach Berlin gegangen, um sich die Bundeswehr auch zu ersparen. Und es war auch
so vom Lebensgefühl bei den Jüngeren, wir sind was Besonderes, wir sind in West-Berlin, das ist die Insel der Freiheit, David Bowie hat dort gelebt, Iggy Pop hat dort gelebt, es hat sich eine ganz andere Kultur entwickelt. Und das, was Peter Escher gerade so ergreifend auch so schildert, ist ja bei dieser, wie soll ich das sagen, in dieser Leisure-Life-Kultur im Westen überhaupt nicht angekommen. Ich glaube, die hatten auch gar kein großes Interesse irgendwie an dem, was im Osten passiert, sondern die haben sich selbst irgendwie hip in dieser eingeschlossenen Stadt gefühlt und auch als was ganz Besonderes. In West-Berlin zu sein, war für viele auch tatsächlich sowas wie ein Lebensziel, dieses Lebensgefühl auch tatsächlich zu erleben. Und wie soll ich das sagen, das spricht aber auch so ein wenig für diese Zeit, dass man auch da schon so ein bisschen dieses Miteinander verloren hatte, was Peter Escher eben, wie gesagt, so ergreifend erzählt hat, dass es bei anderen Menschen überhaupt nicht angekommen ist, auch gar nicht rüber transportiert wurde. Und dass man diese Zeiten, wo man für die Verwandtschaft Kerzen aufgestellt hat, zur Weihnachtszeit im Fenster Pakete rübergeschickt hat, Zeichen der Solidarität, das ist ja immer mehr ein Stück bei den jüngeren Generationen auch verloren gegangen. Die DDR wurde als Teil Deutschlands eigentlich unwirklich. Der wurde wirklich, wenn man durch die Zone gefahren ist und kontrolliert wurde und sich benehmen musste, das hat man in Kauf genommen, das war es dann aber. Es gibt Generationen, die politisch darüber nicht richtig nachgedacht haben, was sich dann später auch gezeigt hat. Die Mauer wurde im Westen hip, als Pink Floyd The Wall geschrieben hat, Anfang der 80er Jahre. Das muss man leider auch mal so unverhohlen oder unverblümt sagen. Ich bin oft gefragt worden in späteren Jahren, ob ich mich dann bedrängt fühlen würde in West-Berlin, wenn ich da immer diese Mauer vor Augen hätte. Nun hat die Stadt ja, also die West-Berlin, genauso viele Einwohner gehabt, damals wie heute Hamburg, ist flächenmäßig nicht so groß wie Hamburg, aber man musste eben schon direkt irgendwo am Rande sein, um die Mauer oder die Grenzanlagen zu sehen. Wenn man in Charlottenburg war, bei Tante Käthe oder in Wilmersdorf oder so, hat man ja die Mauer gar nicht gesehen und in dem Sinne dann auch nicht gespürt, außer man ist in Urlaub gefahren. Dann musste man ja an diesen Grenzkontrollen vorbei. Es war... Also ich war ja kein, wie Sie sich vorstellen können, kein Hippie oder so ähnlich, sondern ordentlicher, junger deutscher Bürger. Aber trotzdem fand ich also das Gehabe dieser DDR-Grenztruppen schon ziemlich autoritär. Und das hat auch bei mir immer Abneigung erzeugt. Ich war auch regelmäßig in Ost-Berlin, um mir die Stadt anzusehen, um da sozusagen das Gefühl für die Stadt nicht zu verlieren. Aber man konnte sich zum Beispiel ja nicht in ein Restaurant setzen, man wurde platziert. Mhm. Da ich bis dahin nie in den USA war, kannte ich das gar nicht, dass man sich da nicht irgendwo hinsetzen kann. Es gab auch viele Dinge nicht oder manche Dinge gab es auch im Überfluss und alles war ungeheuer billig, gerade für Westgeld. Aber es war eine sehr eigenartige Atmosphäre. Ich erinnere mich, in späteren Jahren war ich da, wo heute die ständige Vertretung ist, also in der Nähe der Friedrichstraße, des Bahnhofs Friedrichstraße. Das war eine ganz dunkle Gegend, von der auch die Ostberliner sagten, dass es da viel Kriminalität gäbe, so Kleinkriminalität, irgendwelche Schurken, die da in den dunklen Eingängen ständen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo alles so glatt gebügelt ist und sauber und hell. Also es war schon eine eigenartige Zeit. Ja. Wir haben auch viele unserer Freunde, die dann, muss ich sagen, den Mut hatten, einen Ausreiseantrag zu stellen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, mit spärlichem Gepäck, mit Koffern und ein paar Habseligkeiten an den Tränenpalast dort am S-Bahnhof Friedrichstraße gebracht. Dann sind die da rein auf Nimmerwiedersehen. Und wir haben mit Frank, werde ich nie vergessen, einen Arbeitskollege meiner Frau bei der Künstleragentur und im Theater im Palast, verabschiedet und irgendwie Wochen später gesagt, du pass auf, lass uns doch mal zuwinken. Wir wohnten ja nun in Treptow, direkt an der Mauer und auf der anderen Seite in Neukölln war so eine Besuchertreppe, wo sich Touristen oder wer auch immer einfach mal die Grenzanlage anschauen konnten, dort reinschauen konnten, von der Westseite aus in diese deutlich hermetisch abgeriegelte, auf diesen Streifen mit Stacheldraht und vielen Scheinwerfern. So,
Und wir stehen also zum vereinbarten Zeitpunkt drüben auf unserer Seite in der, was war es, glaube ich, Kiefoldstraße. Und dann sehen wir, wie in etwa 150 Meter Entfernung auf der anderen Seite in Freiheit Frank auf diese Treppe raufsteigt und so zaghaft drüber winkt. Und das war mit der schlimmste Augenblick unseres Lebens, weil wir gewusst haben, wir winken von der Seite, er winkt von der anderen Seite. Das war ein so ungutes Gefühl, da zu stehen und zu winken. Wir haben das auch nie wieder erholt, weil es ist so, es war einfach furchtbar. Wie haben Sie sich auch verständigt und verabredet? Wir haben telefoniert. Wir hatten ein Telefon und er hat uns per Telefon gesagt oder den Vorschlag gemacht, aber es war kein guter Vorschlag, weil es war so traurig. Wir haben geheult und sind dann auch relativ rasch nach dreimal winken noch wieder weggegangen. Wenn wir mal ganz mutig waren und der Drang oder der Traum von der Freiheit war ja sehr, sehr groß. Wir sind dann neben dem Kino Gérard Philippe, das war eine vor der Vormauer so eine große Wiese, und Silvester waren wir mutig in Anführungsstrichen und haben unsere Raketen Richtung Westen gestartet und nach dem Motto, da würden wir jetzt eigentlich gerne dranhängen oder drin sitzen oder was auch immer, unser Feuerwerkskörper. Aber das war natürlich alles nur ein Traum. Was wir immer wieder gehört haben, das war das Hundegebell. Es liefen ja Hunde an Ketten oder an Seilen lang, um die Grenze auch zu schützen. Das waren keine Rehpinscher, die dort ein bisschen vor sich hingebellt haben. Es klang gespenstisch. Wir haben auch gelegentlich Schüsse gehört. Ob da jemand sein Leben verloren hat oder ob es einfach nur Warnschüsse waren, weiß ich nicht. Aber schön war das alles nicht. Wir haben oft nach drüben geschaut und haben gedacht, da wären wir jetzt gern. Und wir sind jetzt in unserem Gespräch noch nicht an der Stelle. Aber als wir ein Vierteljahr nach dem Mauerfall, wir waren damals schon abgehauen, das erste Mal dort waren, wo wir uns jahrelang hingeträumt haben, waren wir ehrlich gesagt entsetzt. Wir waren ja auch nicht irgendwie verblendet und haben gedacht, der Goldene Westen und da leben nur Millionäre, nur Reich und alles ist schön. Aber wie es da aussah, dachte ich, du lieber Himmel, da ist ja Treptow, mag es unsanierte Altbauten geben, aber da war Neukölln für uns echt ein Kulturschock im negativen Sinne. Ich möchte da nur ganz kurz anschließen, nicht an den Kulturschock in Neukölln. Wir sind ja, Herr Müller weiß es, zuweilen fast jedes Wochenende in Harz, in Sachsen-Anhalt, im ehemaligen Zonenrandgebiet. Der Ort heißt Ilsenburg, ist zwischen Braunschweig und Wernigerode. Ja. Und wenn man dort wandern geht, ist man ständig in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt auf dem Harzer Grenzweg. Und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die in unserem Alter sind, die dort aufgewachsen sind. Die hatten keine Mauer, sondern den Zaun. Und die konnten rüber in den Westen gucken. Die waren westlich informiert in allem gewesen. Mein Freund hat mir erzählt, die haben Westmedien konsumiert ab nachmittags um 16 Uhr, wenn sie nach Hause gekommen sind. Und wenn sie morgens in die Arbeit, dort gibt es ein Walzwerk, gegangen sind, dann haben sie sich über das unterhalten, was sie aus dem Westen gehört haben. Es waren komplette Parallelwelten. Und ähnlich, was Sie sagen, Peter Escher, als es dann auch tatsächlich gefallen ist, man konnte rübergehen und die Erwartung so gewesen von diesem Traumland, hat sich ganz schnell aber auch eine Frustration eingestellt, weil man auch dort eine andere Wirklichkeit gesehen hat, als man sie sich erträumt hat und weil sie auch so ein bisschen anders war als dieses, bitte nicht falsch verstehen, aber das Leben hatte ja trotzdem eine Ordnung. Und sich in dieser anderen Ordnung oder Unordnung oder wie auch immer zurechtfinden, war, glaube ich, für viele sehr, sehr schwer und das strahlt auch bis heute noch auf viele gesellschaftliche Zustände ab, finde ich. Aber man sieht ja, dass sich die Ostdeutschen immer sehr interessiert haben. Die haben Radio gehört, die haben Fernsehen gehört. Ich habe als Junge, als, weiß ich, 10-, 12-Jähriger, es schon auf mich genommen mit allen Interferenzschwankungen, was es so gab auf der kurzen Welle, auf der Mittelwelle, weil Cottbus war nicht so richtig, na doch, UKW konnten wir in Cottbus, wo ich zwischendurch gelebt habe, da konnte man schon riesen SFB empfangen, Fernsehen war vergrisselt. Aber wir haben uns interessiert dafür und wollten wissen, was gibt es an Neuigkeiten. Ich glaube, auf der anderen Seite war das Interesse, nun will ich nicht sagen am Schwarzen Kanal oder an aktuellen Kamera, nicht so enorm, aber überhaupt an dem, was im Osten passierte, oder täusche ich mich?
Nee, also als wir sind ja weiter zu unseren Verwandten nach Norddeutschland gefahren. Und irgendwann, da kann ich mich noch erinnern, und das war auch ein ganz schreckliches Erlebnis, fragte dann einer, als wir angekommen waren, müsst ihr eigentlich durch die Ostzone fahren, wenn ihr von Berlin hierher kommt? Also die hatten null Vorstellung davon, wo West-Berlin liegt und wie die Situation, auch die geografische Situation ist. Und hatten auch kein großes Interesse daran. Ja klar, also Kommunismus mochte niemand. Aber wo da nun der Kommunismus war, das wussten die gar nicht genau, war ja weit weg. Also das war schon sehr eigenartig. Ich will noch eine Geschichte erzählen. Aus Ende der 70er Jahre, da bezog ich meine erste eigene Wohnung in Berlin-Wedding. Und wenige Schritte von der Sektorengrenze nach Ost-Berlin entfernt. Und da fuhr auf der Grenze oder wahrscheinlich schon auf der Ostseite die S-Bahn. Und da gab es einen S-Bahnhof Wollangstraße, das war sozusagen der für mich nächstgelegene. Und wenn ich zur Berufsschule wollte, nach Lichterfelde Ost, war der einfachste und schnellste Weg, mit der S-Bahn zu fahren. Was aber für West-Berliner verpönt war, weil die S-Bahn gehörte zur Deutschen Reichsbahn, also zum Osten. Mhm. Und die 20 Pfennig, die man dafür für die Fahrkarte bezahlte, flossen also in den Osten und damit finanzierte man den Kommunismus. Den Kommunismus, den Stacheldraht, so war die Losung und deswegen waren die Züge auch immer leer. Aber viel, viel entscheidender war, was ich erzählen wollte, das ist der Nord-Süd-Tunnel, durch den man fuhr. Den kennt man heute, Friedrichstraße und andere Bahnhöfe. Und die waren alle gesperrt. Da fuhr der Zug durch. Die waren dunkel, da konnte man nur schemenhaft die Kioske sehen, die da standen oder andere Bänke, Wartebänke oder so. Und ab und zu mal einen Grenzsoldaten. Ansonsten fuhr der Zug da durch. Und man wusste, wenn es runterging in den Tunnel, jetzt geht es in den Osten. Und wenn es wieder hochging, ging es wieder in den Westen. Also es war schon also wie in einem Science-Fiction-Film. Ja. Also man kommt vom strahlenden, schönen Wetter, vom goldenen Westen runter in den dunklen, abgedunkelten Osten. Und dann klettert man wieder hoch ins Licht. Viel symbolischer hätte das nicht sein können als so eine S-Bahnfahrt. Ich habe mir jetzt mal rein dekorativ hier zwei Bücher hingestellt, die ich jetzt, die stehen nicht immer hier, aber jetzt zum 60. Jahrestag des Mauerbaus schon, The Wall, die Mauer, und dann Ein Volk nimmt sich die Freiheit. Das werde ich mit meiner Frau jetzt in diesen Tagen einfach nochmal durchblättern. Weil für uns war ja das Verrückte, wir haben so viele Jahre direkt Sichtweite der Mauer gelebt und als sie dann fiel, da waren wir schon im Westen und ich habe diese entscheidende Nacht blöderweise völlig verpasst. Aber na gut, so ist das manchmal. Wir waren schon in Freiheit. Aber das wollen wir uns einfach nochmal ansehen, um mal zu gucken. Ich werde nie vergessen, wir haben 1988 und wir waren ja auch, wir hatten ja Sehnsucht auch nach tollen Bands. Und nicht von ungefähr ist ja häufig in Mauernähe, auch am Reichstagsgebäude, und sind große Konzerte veranstaltet worden. Und das hat sich natürlich über RIAS und SFB rumgesprochen. Und wir waren 1000 oder vielleicht sogar 2000 Leute auf der Ostseite, also rechts vom Brandenburger Tor, so eine kleine Straße, die dann in Richtung Reichstagsgebäude führte, so eine Sackgasse. Und wir standen dort erwartungsfroh. Musik lief noch nicht, aber was wir gehört haben statt toller Klänge, waren die Durchsagen der Volkspolizei, die dort aufgefahren waren mit Lautsprecherwagen und versucht haben, uns dann nun wegzutreiben. Es war ja noch kein Sperrgebiet, aber es war zumindest doch in der Nähe der Mauer. Und wenn da so langhaarige Typen zu Hunderten oder sogar mehrere Tausend rumstanden, dann passt das dem SED-Regime und der Volkspolizei natürlich nicht. Und die haben dann immer Durchsagen gemacht. Bürgerinnen und Bürger, wir fordern Ihnen auf, verlassen Sie dem Territorium. So war der Originalton, worauf die Masse brüllte, du lern erst mal richtig Deutsch. Das war so eine kleine Provokation. Musik haben wir nicht gehört, aber es war schon so ein Erlebnis, wo man sagt, Mensch, da haben wir Mut bewiesen. Da ist ja keiner über die Mauer gesprungen, aber wir haben uns da zumindest zusammengerottet und haben dann der Volkspolizei-Durchsage widersprochen. Du lern erst mal richtig Deutsch reden. Ich hab gelernt, dass die Fans von Union Berlin zu DDR-Zeiten, wenn es einen Freistoß für die heimische Mannschaft gab, dass sie immer gerufen haben, die Mauer muss weg.
Das hatte eine schöne Doppeldeutigkeit. Ei. Und Peter Escher, weil Sie gefragt haben, dass sich viele Leute aus dem Osten für die Kultur im Westen interessiert haben, aber ob das umgekehrt genauso war. Das genauso war, ja. Ja, mein Kumpel, den ich dort in Ilsenburg kenne, der hatte eine Verwandtschaft im Saarland und der hat dann heimlich Frank Zappa-Platten bekommen und Bravo-Ausgaben und der war der große King. Und wenn man sich heute unterhält, ich glaube, der kann mir noch sagen, was in der deutschen Hitparade 1970 im Juli auf Platz 1 war. Ich habe erst in den letzten Jahren von Schauspielern gehört, die jetzt auch zum Teil verstorben, deren Namen habe ich noch nie gehört. Puli und all diese ganzen deutschen Bands aus dem Osten, die auch ziemlich cool waren, das waren ja alles komplettes Neuland gewesen. Ja. Also es gab auch eine dermaßen große Ignoranz gegenüber diesem ostdeutschen Teil. Das war schon unglaublich gewesen. Und da komme ich auch noch mal zu der Lage von Berlin. Ich werde es nie vergessen, in der 11. Klasse Leistungskurs Geschichte und unser Geschichtslehrer fragt, wo liegt denn West-Berlin? Und dann hat sich einer auch ganz eifrig gemeldet. Und der glaubte tatsächlich, da gibt es die Grenze Westdeutschland, Ostdeutschland und auf der einen Seite liegt noch West-Berlin, dann beginnt die Grenze und auf der anderen Seite ist Ost-Berlin. Naja, das ist ja knapp 200 Kilometer vorbeigeschrammt. Ganz knapp vorbeigeschrammt, aber es zeigt ja auch, dass in diesen Familien das auch kein Thema war. Woher sollte es er dann auch selbst wissen? Als junger Mensch macht man sich ja nicht darüber besonders schlau. Und diese Ignoranz, die da war, trägt sich heute, glaube ich, auch weiter fort, weil man auch gewisse Probleme nicht zur Kenntnis nimmt, weil man auch zu schnell pauschalisiert, wenn auch nicht richtige Parteien gewählt werden und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich nach 30 Jahren Mauerfall auch eine traurige Geschichte. Ich würde gerne noch was Schönes erzählen. Ich war zu Zeiten des Mauer, also als die Mauer existierte, so gut wie nie am Reichstag, weil eben vom Brandenburger Tor und Reichstag die Rede war. Aber 1971 ist ja das erste Mal renoviert und restauriert und wieder aufgebaut worden, nachdem er ja 1933 in Flammen stand und dann in den Kriegswirren auch ziemlich zerstört wurde. Und ich durfte den dann besichtigen und war wirklich schockiert, weil auf der Ostseite, an der Ostfassade des Reichstages, 2 Meter entfernt, stand die Mauer. Und auf der anderen Seite, wo heute das Haus der Parlamentarischen Gesellschaft ist und rechts daneben, war eine Plattenfirma der DDR, ich habe den Namen vergessen, aber in Wirklichkeit war das wohl irgendeine Stasi-Abhörgeschichte, mit der sozusagen Sitzungen im Bundestag, wo ja auch der Bundestag Sitzung im Reichstagsgebäude, wo gelegentlich der Bundestag tagte, abgehört werden sollten. So, der Bau war so, wie er war, nüchtern, sachlich, aber immerhin renoviert. So, ansonsten war da nichts rundherum, es gab keinen Hauptbahnhof, kein Kanzleramt natürlich, kein Potsdamer Platz, nichts. Und nach dem Mauerfall, ich weiß nicht, 92, 93, kam noch diese große Kunstaktion von Christo, wo der Reichstag verhüllt wurde, das Gebäude. Das hielt ich erst offen gestanden für sehr albern und geschichtsunwürdig. Wie kann man so ein Gebäude verhüllen? Abgesehen von den praktischen Fragen, die damit zusammenhingen. Aber die Stimmung, die das auslöste, über Monate hinweg, das ging ja das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer entlang, das war so berauschend. Also wenn man dort sich in die Nähe des Reichstages gab so einen Sog, so ein Glücksgefühl. Die Menschen saßen da und schauten auf dieses verhüllte Gebäude. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre und Stimmung. Und dahinter gab es eben keine Mauer mehr, so wie 28 Jahre lang. Also das war für mich so das erste richtige, über Wochen hinweg getragene Symbol der Einheit, dass so etwas passieren konnte und sich da eben alle treffen konnten. Und viele, auch Ausländer und aus Westdeutschland, wahrscheinlich auch hingekommen sind. Was sich national später, viel, viel später nochmal fortgesetzt hat, darf man auch nicht vergessen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, wo wir auch nicht mehr zwischen Ost und West unterschieden haben, sondern es war noch nicht mal mehr Deutschland, sondern der Schlachtruf war Schland gewesen. Und es war auf einmal auch so eine offene, solidarische Gesellschaft, auch wie in einem Rausch mit einer schönen Willkommenskultur. Aber das ist genau schade, dass solche Ereignisse immer nur so punktuell sind und sich vom Gefühl her nicht auch ein Stück weitertragen.
kann. Eine Zeit lang war es auch noch, ich glaube, ich habe das noch irgendwo in meinem Büro stehen, so ein kleines Gläschen mit Mauersplittern drin, die damals für 50 D-Mark dann auch verkauft worden sind. Ob sie tatsächlich von der Mauer stammten oder von irgendeinem Steinbruch in China, kein Mensch weiß. Ja. Ja. Man kann ja heute am Brandenburger Tor noch Mützen der Sowjetarmee oder der NVA kaufen. Wenn das alles Originale wären, dann hätte die NVA nicht 500.000 Soldaten gehabt, sondern 5 Millionen wahrscheinlich. Genau, ja. Aber das sind zum alles Thema NVA, ich muss sagen, ich hatte das ganz große Glück, ich war Grundwehrdienst, also 18 Monate, keinen Tag länger. Aber ich hatte das große Glück, ich war als Cottbusser in Cottbus. Wovor ich eine Heidenangst hatte, ist, dass ich an die Berliner Mauer oder an die Westgrenze in Thüringen oder oben gegenüber von Niedersachsen gestellt werde. Weil was diese Soldaten durchgemacht haben, ich kenne einige im Freundeskreis, die waren nervlich durch. Weil mein kleines Tanklager da mitten in Cottbus, was ich am Flughafen dort zu bewachen hatte, das war ja nichts. Aber wenn ich jetzt an der Berliner Mauer als Grenzsoldat stehe und da kommt ein Flüchtling oder mitten im Thüringer Wald, es ist dunkel, es sind Geräusche. Ist das jetzt ein Flüchtling oder ist das jetzt ein Wildschwein, ein Reh, was da durchs Unterholz bricht, was diese Menschen durchgemacht haben? Und es stand ja immer die Frage, lege ich an, drücke ich ab, schieße ich daneben oder was 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 mir nicht vorstellen. Und ich war froh, dass ich nicht in dieser Situation war. In der Dokumentation, die Uwe Matthias Müller, die lief, glaube ich, nach 3,5 Stunden, ich habe sie auch noch in Teilen gesehen, war ein älterer Herr, der mit 18 zur NVA gegangen ist und erzählt hat, wie toll diese Kameradschaft war und er hat sich aufgehoben gefühlt und man wollte damals auch den Sozialismus aufbauen, man hat an diesen Staat geglaubt und nach der Grenzziehung ist er immer mehr, weil er Soldat an der Grenze war und er wusste, im Zweifelsfall muss ich schießen, die haben dann auch so Originaltöne dann nochmal von Soldaten, wir müssen von der Schusswaffe Gebrauch machen, eingespielt. Und der hat dann für mehrere Leute, weil er das ganze innere System kannte, auch auf abenteuerliche Weise eine Flucht organisiert. Bloß weil Uwe Matthias Herrn Motor auch angesprochen hat. Für viele junge Leute, glaube ich, war damals dieser Staat erst ein Ideal gewesen. Und ihnen ist es erst mal bewusst geworden, als dann durch den Aufstand damals, aber letztendlich manifestiert durch den Mauerbau, wo dieser Staat endgültig sein wahres Gesicht auch tatsächlich gezeigt hat, und es dann vielen, vielen Leuten gedämmert ist, was hier passiert, obwohl viele ja schon rübergegangen sind. Aber das war dann für mich die komplette Demaskierung gewesen. Ja. Also ich weiß, dass ein oder zwei meiner norddeutschen Verwandten bei der Bundeswehr waren. Und zwar bei den Fliegern aus technischen Gründen. Also da hat keiner gesagt, wir verteidigen den Westen oder wir kämpfen jetzt gegen den Kommunismus, sondern die wollten halt fliegen und fand es toll, dass sie da Piloten waren. Aus meiner Klasse ist ein einziger nach der Schule zur Bundeswehr gegangen, zur Bundesmarine, weil er immer gerne am Wasser war und das irgendwie toll fand. Und wir fanden das offen gestanden alle schräg. Wir dachten, jetzt ist der Typ verrückt geworden. Also von uns ist keiner auf die Idee gekommen, zur Bundeswehr zu gehen. Westberliner mussten ja auch nicht. Westberliner wurden nicht eingezogen. Und meine berufliche Karriere hat das übrigens auch beeinflusst. Ich wollte gerne einen Beruf erlernen und später ausüben, für den ich idealerweise in Hamburg hätte studieren müssen. Und das haben meine Eltern verboten, weil dann hätte ich nicht mehr den Status des Westberliners gehabt und hätte zur Bundeswehr gehen müssen. Und das wollten die halt nicht. Aber nicht aus politischen Gründen, sondern weil sie eben Angst hatten, dass es tatsächlich wieder zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommt und ihr Sohn Mats dann da irgendwie im Schützengraben liegt. Also eine völlig andere Situation. Ich glaube, die Bundeswehr in Westdeutschland hat nie so ein hohes Standing gehabt, wie bei Teilen der ostdeutschen Jugend, die NVA. Nee, viele haben das ja auch genutzt. Ich habe einige Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich mindestens auf 2 Jahre verpflichtet haben, manche viel länger, die dann auch bei Bundeswehruniversitäten studiert haben, bei den Bundeswehrhochschulen. Und dann in den Beruf gegangen sind mit einer ordentlichen Abfindung. Und sie waren dann halt Offiziere der Reserve und haben dann bis zu einem gewissen Alter ihre Lehrgänge dann auch gemacht und haben sich im Gegenteil auch privilegiert gefühlt.
Da hat man aber nicht geredet vom Dienst an der Waffe oder sonst wie. Ja. Also im Osten zog es niemanden unbedingt zur Armee, aber es war eben Pflicht. Man musste. Wenn man nicht krank war, wurde jeder gerufen. Und diejenigen, die gesagt haben, ich gehe nicht zur Armee oder ich nehme keine Waffe in die Hand, das waren Helden. Was die durchgemacht haben als Bausoldaten, geschweige im Militärgefängnis in Schwedt, das kann sich gar keiner vorstellen. Ich habe viele Reportagen gedreht für den Mitteldeutschen Rundfunk und war in Brandenburg, in Bautzen, in Cottbus, in den Gefängnissen, wo Menschen sich einfach dem System widersetzt haben, ob bei der Armee oder später als normaler Mensch, Gedanken geäußert haben, die nicht systemkonform waren. Und da darf man sich nichts vormachen, wenn man über Haftbedingungen redet, auch heute. Ich will nicht sagen, dass jetzt hier Luxus ist im Knast, aber was da ermöglicht wird, zu DDR-Zeiten waren politische Gefangene das Letzte. Jeder Mörder, jeder Brandstifter, jeder Schwerstverbrecher wurde anders behandelt als Menschen, die es gewagt haben, kritische Gedanken zu äußern oder eine Flucht anzutreten. Ich werde nie vergessen, ich habe in Brandenburg mit einem jungen Mann, der über die Ostsee fliehen wollte, in den Anfang der 80er Jahre, der die Idee hatte, mit einem Schlauchboot aufgeblasen, irgendwo in der Nähe von Wismar, linker Hand, ist dann fast drüben gewesen. Er war schon fast aus der Zone raus und ist aber dann noch von DDR-Schnellbooten abgefangen worden, kam ins Gefängnis nach Brandenburg, hat dort 5 Jahre gesessen. Und als wir den Film gedreht haben, in der Zelle, in der er saß, er ist zusammengebrochen. Er hat das nervlich nicht überstanden. Und ich muss sagen, der hat heute noch, ich habe ihn danach gefragt, er konnte es mir nicht genau erklären, 40 Jahre nach seiner Inhaftierung hat er heute noch 2 Schäden davon getragen. Er muss 2-mal am Tag nach dieser Haftzeit von 80 bis 85 heiß duschen, brühend heiß duschen. Ich sage, warum musst du das? Weil ich immer noch so ein Schmutzgefühl habe. Er ist traumatisiert, von damals noch, obwohl er so lange zurückliegt. Und das Zweite ist, er hat jetzt eine Familie seit vielen Jahren, Frau und Kinder. Und wenn die Frau das Essen aufträgt und alle Platz nehmen, ist Andreas mit dem Essen schon fertig. Er schlingt rein. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass du 35 Jahre nach deiner letzten Haftwoche immer noch ist, sagt er, das hat sich bei mir so festgesetzt, wenn wir in der Zelle oder im Gefängnis nicht sofort mit der Gabel in diesen Topf reingestochen haben und zum Teil faulige Kartoffeln rausgeholt haben, hieß es hinterher, dann hast du Pech gehabt, da warst du zu langsam, da gab es nichts mehr. Und ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute nicht, warum er jetzt immer noch so schlingt. Die haben noch gar nicht guten Appetit gesagt oder lasst euch schmecken, da ist er schon fertig. Und ich habe andere besucht, die haben ein schweres Augenleiden davon getragen, weil die jahrelang in der Zelle saßen und die Augenmuskeln keine Chance hatten zu trainieren. Die hatten immer nur die geringe Entfernung, 1 Meter oder 2 Meter. Die sind krank im Kopf, an den Augen. Und was die Menschen durchgemacht haben, das war Folter. Und es war kein Rechtsstaat, falls das nochmal als Frage hier stehen sollte. Das habe ich erst Jahre später. Ich bin nicht weggesperrt worden, ich habe nicht gelitten, mich hat die Stasi nicht festgenommen. Ich war einfach ein ruhiger Mitmensch, der sich erst sehr spät im Sommer 89 dann entschlossen hat, nicht per Ausreiseantrag, sondern mit Trabant und Turnschuh und Familie nach Ungarn zu fahren und dann im September, Anfang September in Freiheit zu kommen. Aber was die Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, die offen eine kritische Haltung geäußert haben, was die durchgemacht haben, Hut ab. Meine Frau erzählt mir immer, sie hat in Torgau aufgewachsen, in Halle hat sie Zahnmedizin studiert. Ja. Sehr strenges Regime auch während des Studiums. Dann auch immer mit Freunden zusammen Fluchtgedanken gehabt, sollen wir abhauen, sollen wir nicht abhauen. Sie war von Angst getrieben, hatte die Befürchtung, wenn sie abhaut und die Flucht gelingt, wird ihre Familien Repressalien erleben. Sie hat erlebt, wie ihr jüngerer Bruder zur NVA kam, dort auch 2-mal einkassiert wurde. Der war in der Nähe von Rostock gewesen und es hat halt nicht so funktioniert, oder er hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren
sollte. Und wenn man mit ihr zusammen Filme schaut, die die DDR-Vergangenheit beinhalten, bis auf diese 3,5 Stunden, das fand sie gut gemacht, bekommt sie immer wieder nicht so stark traumatisiert, als wie dieser Andreas, von dem Sie gerade erzählt haben, aber sie bekommt Beklemmungen. Diese Vergangenheit und auch diese Angst kommen wieder hoch. Und sie fängt dann auch immer wieder an, von dieser Zeit zu erzählen, weil die natürlich junge Menschen extrem geprägt hat. Ich will gerne nochmal das Thema Medien aufgreifen. Ende der 50er Jahre hatte Axel Springer entschieden, dass ein Teil seines Verlages nach Berlin verlagert werden soll und im alten Gesamt-Berliner Zeitungsviertel entstehen soll, Kochstraße, Zimmerstraße, da waren früher Ullstein, Scherl und Mosse Verlag ansässig, die größten Verlage Deutschlands und auch mit in Europa oder der Welt, Zeitungsverlage. Und dort errichtete er direkt an der Mauer das heute noch stehende große Hochhaus und eine Druckerei. Auch das ist etwas, was mich als Kind ungeheuer beeindruckt hat, dass da so ein riesiges Haus entsteht, direkt an der Mauer. Man muss sich vorstellen, da war sonst nichts. Die Trümmer waren abgetragen, ab und zu stand da noch mal ein Haus. Ansonsten stand nur dieses Springer-Gebäude und direkt an der Mauer, wenige Schritte entfernt, ganz bewusst errichtet. Und für uns damals war Springer ganz anders als Mitte der 60er Jahre, 67, 68 bei den Osterunruhen, da Teile von Springer-Autos, Auslieferungsfahrzeugen angesteckt wurden, war Springer ein Zeichen der Freiheit, dass also dort freier Journalismus gemacht werden kann und nicht Karl Eduard von Schnitzler von morgens bis abends gehört oder gesehen werden muss. Das war für uns ein Privileg. Und der Rias, das war tatsächlich die Stimme der freien Welt. Da gab es dann also nicht nur Reportagen und Nachrichten, da gab es auch Hitparade, also Lord Knut, ich weiß nicht, wer das noch kennt. Natürlich, Schlager der Woche. Schlager der Woche, genau. Das war, wenn ich das meinen Kindern heute erzähle, sagen die, ja Papa, das war jetzt schon eine Weile her. Damals hing man am Radio, abends im Bett liegend unter der Bettdecke und hat Schlager der Woche gehört, weil eigentlich hätte man ja schon schlafen sollen. Das ist in der heutigen übersättigten Zeit für viele gar nicht mehr nachvollziehbar, aber war damals eben auch Trost und Halt und ein Zeichen dafür, dass West-Berlin eben nicht aufgegeben wird und nicht untergehen wird. Also war eine spannende Zeit. Wenn das noch eine Frage wäre, dann kann ich die beantworten. Angst habe ich eigentlich nie gehabt. Also, dass jetzt tatsächlich die NVA, irgendein NVA-Offizier morgens an meine Haustür klopft und sagt, Müller, bist jetzt hier irgendwie im Osten oder so, das habe ich für total unmöglich gehalten. Aber ich habe auch nicht geglaubt, dass im November 1989 die Mauer fallen würde. Ich habe zwar den Sommer 89 bewusst am Fernsehen und in den Zeitungen verfolgt, aber dass tatsächlich das DDR-Regime implodieren würde und die Bürger der DDR, das war ja so, in Leipzig und in Ost-Berlin und an der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg, glaube ich, dazu ihren Teil, ihren wichtigen und nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten würden, dass die Mauer einbricht, ja, einfach weg ist, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es gibt da viele kleine Bausteine. Es waren Ausreisewillige, die sich immer mutiger gegen das Regime gestellt haben. Es war die Gethsemane-Kirche. Es waren dann die Demonstrationen in Leipzig. Aber es waren auch die Flüchtlinge, 10.000 insgesamt, über Ungarn. Es waren die 4.000, die in Prag in der Botschaft saßen, bis dann Hans-Dietrich Genscher seine berühmte Rede auf dem Balkon gehalten hat. Also das waren so verschiedene kleine Bausteine, die dazu beigetragen haben, dass dieses Ungetüm endlich gefallen ist. Und ich werde es nicht vergessen. Wir hatten, glaube ich, 10 Jahre Montagsdemonstrationen in Leipzig. Und da bin ich, da wohnte ich schon in Leipzig, dann um den Ring mitgegangen. Und hinter mir hörte ich jemanden sagen, na sag mal, was will denn der Escher jetzt hier? Der war doch damals gar nicht dabei bei den Demonstrationen. Der war doch schon weggemacht über Ungarn, der Feigling. Ich habe mich dann nicht umgedreht, weil ich hätte ihm nichts Nettes gesagt.
Natürlich waren die Menschen mutig, die im September oder Oktober in Leipzig über den Ring gezogen sind, am Ende dann mit 70.000. Das war sehr, sehr mutig. Aber wir, die wir über Ungarn oder über Prag abgehauen sind, haben ja auch den Menschen das Signal gegeben, so kann es nicht weitergehen. Hier gehen 10.000, da gehen 4.000. Auch das hat ja Mut gemacht, dass das mit dem Regime irgendwann zu Ende sein wird. Ich habe das dann unwidersprochen gelassen und bin trotzdem die Runde mitgegangen, auch voller Bewunderung für die Menschen, die dort abgehauen sind, die demonstriert haben. Und man darf nicht vergessen, dass die Grenzöffnung von Gyula Horn in Ungarn weit vor dem Mauerfall war. Und das hat natürlich nochmal was innerhalb der DDR in Bewegung gesetzt. Ja, ja, natürlich. Das hat deutlich das Regime geschwächt. Ja. Da kann ich auch noch eine Anekdote beitragen. Ich war vor einigen Monaten, also vor Corona, in Wien. Und da gibt es in der Hofburg ein Museum für österreichische Geschichte. Und tatsächlich bin ich da in eine Vortragssituation hineingeraten. Da war der frühere Direktor des Außenministeriums, der einer kleinen Gruppe, zu der ich dann auch zufällig gehören durfte, erzählte, wie das 89 mit Gyula Horn und dem österreichischen Außenminister war, die ja da sehr symbolträchtig den Stacheldrahtzaun durchschnitten haben. Ja. Der sagt, es gab überhaupt keinen Zaun mehr. Den hatten die Ungarn schon abgebaut. Also als klar wurde, die beiden treffen sich da, der österreichische und der ungarische Außenminister, und die Weltpresse kommt dahin, mussten Dutzende von Beamte da irgendwo Stacheldraht suchen, den man überhaupt noch durchschneiden kann. Und dann haben sie irgendwie so einen Meter oder zwei Meter gefunden, und dann wurde es auch so fotografiert, als ob tatsächlich da ein hunderte Kilometer langes Grenzstück beseitigt wird. Übrigens etwas, was ich auch sehr schade finde, dass es heute in Berlin überhaupt keine Spuren der Mauer mehr gibt. Es gibt im Boden eingelassen so einen Streifen, da kann man sozusagen ahnen, wo die Mauer stand. Es gibt diese Eastside-Galerie, die aber irgendwie Disneyland-mäßig anmutet. Also ein Stück des Todesstreifens, wie ihn Herr Escher vorhin beschrieben hat, mit diesen Laufketten der Schäferhunde, den Beleuchtungen, den Selbstschussanlagen, den Minen, also Minen müssen da nicht mehr liegen, aber dass man sich einfach vorstellen kann, wie viel Platz da verbraucht wurde, wie unüberwindbar eigentlich dieser Grenzwall war. Davon können Leute, die das damals nicht gesehen haben, heute keine Idee mehr empfinden, und das finde ich schade. Es gab ja die Idee, Teile der Mauer auf die Bundesländer zu verteilen, und in München am Englischen Garten gegenüber des amerikanischen Konsulats steht so ein Stück, und immer wenn ich dort bin und sehe die Menschen, die dann sich dieses Stück Mauer angucken, sehe ich auch in fragende Gesichter, weil die fragen sich, was ist das? Was ist denn das? Und es wäre, wie Sie sagen, Herr Müller, viel besser gewesen, wie, ich möchte es jetzt nicht sagen, KZ-Museum, aber es gibt da diese Gedenkstätten, und die Mauer hätte auch eine Gedenkstätte verdient gehabt. Auch der Tränenpalast ist ja gewürdigt worden. Ich habe ja gerade noch mal ein bisschen gekramt und würde gerne ein Foto noch mal in die Runde halten. Als wir denn damals über Ungarn, weil von Gyula Horn die Rede war, das war für uns das Erlebnis schlechthin, nach 4 Wochen, dass Gyula Horn dann quasi sagt, dass am 10. September 89 die Grenze von Ungarn nach Österreich öffnet. Wir sind dann mit unserem Trabi am 11. September gefahren und mit tausenden anderen, Skoda, Wartburg, Trabant, es mäffte da quer durch Österreich. Und ich versuche das mal so in Richtung Kamera zu halten. Als Westberliner, lieber Herr Müller, kennen Sie hier unten wahrscheinlich die BZ? Ja. Die BZ. Kann man das lesen oder ist das jetzt gestiegen? Ja, wir wollen auch mal leben. Ja. Wir wollen auch mal leben. Und hier, dort drin, das ist unser Konstantin, 33 Jahre alt. Da oben ist meine Uli, mit der ich seit langer Zeit verheiratet bin. Wir haben das gar nicht mitbekommen, dass an der ungarisch-österreichischen Grenze damals ein Fotograf mit Teleobjektiv die Frauen dort fotografiert hat, und meinen kleinen Sohn. Am nächsten Tag, also erstmal in der Kronenzeitung, am nächsten Tag dann in der BZ. Und dann wussten die Freunde, zum Beispiel der Frank, der in Neukölln auf diese Treppe darauf gestiegen ist, dann wusste der, ach, die sind auch weg, die haben es geschafft. So war das. Tolle Geschichte.
So war das. Herr Escher, Herr Lewandowski, hoffen wir, dass wir nie wieder darüber reden müssen, dass irgendwo eine Mauer errichtet wurde. Hoffen wir auf die Einsicht der Politiker und der Bürger, die heute immer noch bestreiten, dass die DDR ein Unrechtsregime war und ein Unrechtsstaat war. Und hoffen wir, dass unsere Kinder in mehr Frieden und mehr Ausgewogenheit aufwachsen, als wir das zum Teil konnten, aber auch mit mehr Bewusstsein, damit sowas nicht wieder passieren kann, wie vor 60 Jahren. Ich bin heute noch dankbar, wenn ich in solchen Orten bin, wie zum Beispiel da, wo Peter Lewandowski lebt in Hamburg, da waren wir gerade am Wochenende. Für uns unvorstellbar als DDR-Bürger, Hamburg oder demnächst Toskana. Das waren alles, ich hätte fast gesagt, böhmische Dörfer. Das waren unerreichbare Ziele für uns. Und jetzt ist es so normal, dass man dahin fahren darf, dass man teilhaben darf, dass man so viele schöne Ecken dieser Welt kennenlernen darf. Danke, dass dieses Ungetüm gefallen ist. Vergessen wir bei all dem, das wird Herr Lewandowski jetzt weniger gerne hören, nicht Helmut Kohl, der als Bundeskanzler den Zipfel des Mantels der Geschichte ergriffen hat. Ich habe Geschichte studiert, ich akzeptiere das. Ja. Das ist ein versöhnlicher Abschluss. Also vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre schönen Einblicke. Dankeschön, schönen Tag allen. Ebenso, tschüss. Tschüss.